Es war im Jahre 1897. Ein Personenzug fuhr nachts durch die Karpaten in Richtung Budapest. Nun, das ist nichts Besonderes. Allerdings befanden sich an Bord des Zuges nicht nur Menschen, sondern auch Monster. Als rumänische Landfrauen getarnt, genossen Graf Dracula und seine Freunde die nächtliche Fahrt. Budapest, Budapest, nächster Halt, Budapest. Budapest, nächster Halt, Budapest. Billets, die Damen. Ups, hier bitte, hier ist meins. Und meins. Meins auch. Bitteschön. Oh, danke, junger Mann. Mann, ich hasse Verkleidungen. Diese Absätze bringen mich noch um. Nicht so laut, Leute, wir wollen die Menschen nicht erschrecken. Oh. Noch wussten sie nicht, dass sich auch ihr größter Widersacher im Zug aufhielt. Plötzlich wurde die Tür ihres Abteils aufgestoßen und er stand vor ihnen. Mit seinem Spezialgewehr. Van Helsing. Oh nein, nicht der schon wieder. Verehrte Mitreisende, ich bin Professor Abraham Van Helsing. Ja, einer der Van Helsings. Seit Jahrhunderten beschützt meine Familie die Menschheit vor der Bosheit der Monster. Sie können mir also glauben, wenn ich sage, es verstecken sich sogar Monster unter ihnen. Aber fürchtet euch nicht, denn ich bin ein absoluter Vollprofi. Und ich weiß, wie es geht. Ich werde diese Bestien hervorlocken und dann zerre ich sie als Licht. Van Helsing entzündete ein Streichholz und hielt es dem Monster Frankenstein vor die Nase. Das Monster sprang entsetzt auf und rannte aus dem Abteil. Dracula und die anderen folgten ihm. Feuer! Böse! Van Helsing eröffnete das Feuer. Die Freunde flohen über die Dächer der Waggons. Doch Van Helsing nahm die Verfolgung auf. Als sie den letzten Waggon erreichten, war ihnen Van Helsing dicht auf den Fersen. Dracula sah nur noch eine Möglichkeit, seinen Freunden zu helfen. Er stieß sie vom fahrenden Zug. Sorry, Freunde! Dracula aber blieb auf dem Dach des Waggons und wartete auf Van Helsing. Endlich! Zuerst töte ich Dracula und dann sind die anderen Monster dran. Warum hörst du nicht auf damit? Dein Vater, dein Großvater, deine Ur-Ur-Omi. Ich habe sie alle besiegt. Wann werdet ihr Van Helsings endlich euren Hass begraben? Niemals! Dein Monster bleibt Monster! Van Helsing legte an und zielte auf Dracula, der sich blitzschnell in eine kleine Maus verwandelte. Was? Eine Maus? Abgelenkt von Draculas kleinem Zaubertrick, achtete Van Helsing nicht auf einen herannahenden Tunnel, der ihn brutal vom Zug riss. Dracula schaute Van Helsing fast ein wenig mitleidig hinterher. Jede Stubenfliege ist entspannter. Vielleicht wird es eines Tages einen Ort geben, wo Monster all das hinter sich lassen können. Einen Urlaub machen. Wer weiß, vielleicht sogar heiraten. Das wäre doch was. Über 100 Jahre später findet ein erfreuliches Ereignis statt. Eine Hochzeit im Hotel Transsilvanien. Monster Karl heiratet seine geliebte Monster Lucy. Die Zeremonie wird gleich beginnen und der Bräutigam ist sehr nervös. Dracula versucht ihn zu beruhigen. Das ist ein ganz besonderer Moment, Karl. Jeden Augenblick wird deine wunderschöne Braut den Gang hier entlang schreiten. Oh nein, Dracula, sie kommt nicht! Mach dir keine Sorgen. Mavis ist bei ihr. Ich bin sicher, sie hat alles unter Kontrolle. Dracula kontaktiert seine Tochter über Funk. Mavis ist bei Lucy im Brautzimmer und Lucy ist völlig aufgelöst. Mavilein, ist alles unter Kontrolle? Nur ein leichter Anflug von Hochzeitsnervosität. Versuch dich zu entspannen, Lucy. Ich habe mich um alles gekümmert. Das wird die perfekte Hochzeit. Das ist es nicht. Wie weiß ich, ob er der Richtige ist? Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Als ich Johnny geheiratet habe, war das der schönste Tag meines Lebens, aber ich war so nervös.
Dracula kommt herein, um nach dem Richten zu sehen. Nicht halb so nervös wie ich. Und mein Papst erst, der war das reinste Nervenbündel. In der Nacht habe ich es kaum aus meinem Sarg geschafft. Aber er wusste, dass es vorbestimmt war. Es ist nicht wichtig, woher man kommt oder wie unterschiedlich man ist. Ein Qing erlebt man nur einmal im Leben und man muss es liebevoll ehren. Du hast recht! Danke! Damit ist die Hochzeit gerettet. Schon wenig später geben sie sich das Ja, ich will. Und die große Party kann beginnen. Johnny gibt den DJ und die Stimmung ist sehr ausgelassen, bis Johnny Schmusemusik spielt. Während alle Pärchen verliebt tanzen, steht Dracula allein am Rand der Tanzfläche, bis plötzlich eine schöne, rothaarige Lady auf ihn zusteuert. Es ist Franks Cousine, was Murray, die Mumie, und der unsichtbare Griffin kaum glauben können. Lust auf ein Tänzchen? Ist sie das? Halleluja! Da sitzen alle Stiche an den richtigen Stellen. Also das Teil ist nie und nimmer mit dir verwandt, Frank. Sie ist die Cousine meines rechten Arms. Die rothaarige Schönheit greift sich Dracula und zieht ihn mit ihrem kräftigen Arm auf die Tanzfläche. Jetzt sehe ich die Ähnlichkeit. Frank wollte, dass ich dich kennenlerne. Ich bin seine Armcousine. Wir sind Cousins zweiten Grades. Natürlich, den Bizeps würde ich überall wieder erkennen. Er meint, da wir Single sind, würden wir uns gut verstehen und vielleicht auf ein Date gehen. Date? Es ist nur so, dass... Dracula gelingt es, der starken roten Schönheit zu entschlüpfen und in der Menge unterzutauchen. Später entdecken Frank und Griffin ihn in einer ruhigen Ecke. Was ist los, Draco? Gefällt sie dir nicht? Nimm es mir nicht übel, aber du darfst nicht so wählerisch sein. Du hattest schon seit 100 Jahren kein Date mehr. Ich bin euch wirklich dankbar, dass ihr euch um mich kümmert, aber das liegt nicht in meiner Macht. Man chinkt nur einmal im Leben und das habe ich. Die Zeiten haben sich geändert, Alter. Heute kannst du sogar auf deinem Handy eine zum Chingen finden. Was? Wirklich? Oh, nein. Ich habe viel zu tun. Ich habe Mavis und Dennis und das Hotel und bla bla bla. Habt ihr das gehört? Er sagte doch glatt bla bla bla. Ich sage nicht bla bla bla. Nach der Party zieht sich Dracula in seine Gemächer zurück und holt sein Smartphone hervor. Wie kann ich behilflich sein, Herr der Finsternis? Ich suche nach einem Qing. Verstehe, du suchst nach einem Ring. Nein, ich suche nach einem Date. Verstehe, du suchst nach einer Diät. Nein, ich möchte jemanden kennenlernen. Verstehe, du möchtest Melonen entkernen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Kapierst du es nicht? Ich will ein Date haben. Ich bin so allein. Ich verstehe. Du hast auch schöne Beine. Oh. Dracula gibt auf und schaut sich Fotos auf einem Datingportal an. Aber die Damen scheinen ihm alle nicht zuzusagen. Nein. Was? Wie sieht die denn bitte aus? Zu viele Augen, zu wenige Augen, steh nicht auf Tentakel. Dann allerdings rutscht ihm ein Finger zu schnell übers Display und stellt einen Bildanruf her. Am anderen Ende erscheint das grauenhafte Gesicht einer ziemlich alten Hexe. Eins will ich klarstellen. Wow. Ich spiele keine Spielchen, will keinen ohne Job und meine Katzen müssen dich mögen. Zufällig kommt Mavis am Gemach ihres Vaters vorbei und hört ihn laut reden. Sie geht zu ihm hinein. Paps? Nein, Mavis! Was machst du denn hier? Ich wollte die Honeymoon-Suite inspizieren, da habe ich was gehört. Oh, tut mir leid, meine kleine Wante. Ich staube nur ein bisschen den Dachboden ab. Wer ist das? Bist du am Telefon? Wie, was das? Ich war nur auf der Suche nach einer Putzfrau, die mir beim Putzen hilft. Eine Putzfrau? Für wen hältst du? Danke, ich sehe mir ihre Referenzen an und melde mich wieder. Hören. Dracula beendet das Gespräch, nimmt den Staubwedel und wirbelt durch den Raum. Mavis sieht ihn eindringlich an. Paps, Hummer. Hör auf, mir was vorzumachen. Wozu? Mir? Was? Wie? Ich? Ja, und ich weiß auch, was es ist. Wirklich? Du bist gestresst, weil du zu viel arbeitest. Puh,
Ach so, ja. Du hast mich durchschaut. Hey, es ist ein großes Hotel. Es bleibt immer etwas liegen. Aber was ist mit dir? Du hast auch immer viel zu tun. Ich weiß. Seit wir mehr zusammen arbeiten, habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir uns viel weniger sehen. Ah, ja. Du hast absolut recht. Ich arbeite zu viel, du arbeitest zu viel. Wir brauchen unbedingt eine Auszeit. Und zwar genau jetzt. Gute Nacht. Dracula schiebt seine Tochter auf den Flur hinaus und schließt die Tür. Ich bin immer noch dran. Für Johnny und Dennis ist die Feier anstrengend gewesen. Die beiden sind eingeschlafen und liegen mit ihren Köpfen auf Piesel, Dennis' neuem Hund. Als Mavis hereinkommt, schnarchen die drei um die Wette. Oh, hey Schatz, beginnt jetzt endlich unser Abend. Oh, schon gut, Schatz. Ruh dich aus. Weißt du, Papst hat recht. Wir brauchen eine Auszeit. Wir müssen mal wieder alle zusammen sein. Wie eine Familie. So wie früher. Johnny ist wieder eingeschlafen. Mavis ist noch nicht ganz so müde und schaut etwas Fernsehen. Plötzlich läuft ein Spot, den sie sehr interessant findet. Sind Sie überarbeitet und gestresst? Brauchen Sie Zeit für Ihre Familie? Sind Sie ein Monster? Dann brauchen Sie Urlaub. Einen Monsterurlaub. Das ist es. Mavis überlegt nicht lange und bucht eine Reise für ihre Familie und Freunde. Schon ein paar Tage später sitzen alle im Flugzeug. Mavis hat niemandem erzählt, wohin die Reise geht. Und ihr Vater platzt vor Neugier. Mavis, bitte, du folterst mich. Du weißt, ich hasse Überraschungen. Das ist eine schöne Überraschung. Es gibt keine schöne Überraschung. Sag mir endlich, wo es hingeht. Und warum sitzen wir im Flugzeug? Wir können fliegen, weißt du? Draculas Vater mischt sich ins Gespräch ein. Zu meiner Zeit fuhr man mit dem Zug. Das hatte Klasse. Ja, Vater. 40 Stunden in einem Abteil so groß wie ein Schrank mit dir und Onkel Bernie und seinen stinkenden Zigarren. Ihr habt die ganze Zeit gestritten, wer schöner war, Cleopatra oder Nofretete. Oh, Nofretete. Okay, Vater, es reicht. Danke. Mavis, das ist so eine fantastische Überraschung. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen Liebsten so viel Zeit zu verbringen. Aber ich flehe dich an. Sag mir, wo es hingeht! Nein, ich habe mich um alles gekümmert, um dich zu entlasten. Du warst in letzter Zeit sehr gestresst. Wird Zeit, dass du relaxst. Dennis sitzt mit Winnie, seiner kleinen Werwolf-Freundin, zusammen. Er steht auf und flüstert ihr etwas zu. Ich sehe mal nach, du weißt schon wem. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal für kleine Monster. Dennis schleicht sich heimlich in den Frachtraum, denn dort hat er seinen Hund Piesel versteckt. Man muss hier erwähnen, dass sein Hündchen, nun ja, fast die Ausmaße eines Elefanten besitzt. Psst, hey, wo bist du? Da bist du ja, Piesel. Keine Angst, wir würden dich niemals alleine zu Hause lassen. Okay, Leute, Landeanflug. Sie dürfen sich jetzt im Flugzeug frei bewegen. Wenige Augenblicke später setzt die Maschine mitten im Ozean auf. Meine Damen und Herren, wir sind an unser Reiseziel angekommen. Das Bermuda-Dreieck. Plötzlich öffnet sich vor ihnen ein tiefes Loch in der Form eines Dreiecks im Ozean. Und aus dem Loch taucht ein altes, riesiges Kreuzfahrtschiff auf. Das Flugzeug hält neben dem Schiff und die Passagiere gehen an Bord. Empfangen werden sie von einem Fisch in weißer Uniform. Es ist der Chef-Steward. Willkommen im Bermuda-Dreieck. Begeben Sie sich auf die Monster-Kreuzfahrt Ihres Lebens. Dracula wird blass. Viel blasser, als er sowieso schon ist. Eine Kreuzfahrt? Überraschung! Oh, nein. Das ist einfach nur ein Hotel auf dem Wasser. Ich hab mir nur gedacht, du brauchst mal einen Urlaub vom Urlaubplan für all die anderen Leute. Du bist kaum mehr aus dem Hotel gekommen seit Mama tot ist. Weißt du, auf Reisen entstehen ganz neue Erinnerungen. Mit uns allen. Mit Dennis. Dracula schaut in die liebevollen Augen seiner Tochter und aller Gram ist verflogen.
Wer hat dich zu so einer wunderbaren Tochter gemacht? Du. Ganz genau. Was bin ich nur für ein Vater? Los, Denisovic, wir machen eine Kreuzfahrt! Das einzige Manko an der ganzen Geschichte ist, dass keine Tiere mit an Bord dürfen. Was Dennis und Winnie natürlich nicht akzeptieren. Sie verpassen dem Hund einen Mantel und einen Hut und lassen ihn auf seinen Hinterpfoten laufen. Schon sieht er aus wie ein riesiger Mann. Und so gehen sie mit ihm zum Empfang. Hübsches Hemd, ja. Oh, hallo. Willkommen an Bord. Am Empfang wundert man sich über die enorme Größe des Gastes, aber man hält sich mit Bemerkungen zurück. Alle, bis auf Dracula, sind von den Angeboten und dem Luxus, den das Schiff zu bieten hat, äußerst angetan. Ach du meine Güte, Griffin. Ich bin sowas von aufgeregt. Das ist das schönste Hotel, in dem ich je war. Ja. Mann, das ist der Hammer, was es hier alles gibt. Ein 50-Meter-Pool. All-You-Can-Eat-Buffet. Wellness zum Abwinken. Wow, ich gönn mir einen ganzkörperalten Wickel. Wow, das kannst du alles auch bei uns machen, in unserem Hotel. Aber nicht auf dem Wasser. Zur Abfahrt gibt es ein wunderschönes Feuerwerk. Mavis und Johnny sind begeistert. Genial, Schatz. Dein Paps wird das umhauen. Der beste Urlaub aller Zeiten. Und das volle Programm kennst du noch nicht mal. Oh, das ist schön. Frank, Feuer böse. Schon vergessen? Oh ja, stimmt. Vielleicht gibt's für dich ein persönliches Feuerwerk. Hm? Das ist hier nicht das Traumschiff, Frank. Ich bin nur hier, um Spaß zu haben mit meiner Familie. Plötzlich schwingt sich eine Person auf den Hauptmast des Schiffes. Es ist eine sehr gut aussehende Frau in einer weißen Uniform. Ahoi, Freunde! Willkommen an Bord! Bienvenido! Welcome! Dobro posulobat! Wan Ying! Dracula erstarrt bei ihrem Anblick und in seinen Augen funkelt es. Ich bin Captain Erika! Und ja, ich bin ein Mensch, aber nehmt mir das nicht übel, denn ich begrüße euch mit größter Freude auf unserer allerersten Monster-Kreuzfahrt! Draculas Herz pocht, wie es schon lange nicht mehr gepocht hat. Und er lächelt, wie er schon lange nicht mehr gelächelt hat. Mavis fällt das natürlich sofort auf. Paps, alles okay? Ini, fini, funia, wawa? Oh nein, er hat eine Herzattacke. Draco? Wohl kaum. Die einzige Herzattacke, die ihm wehtut, ist eine mit einem Holzpflock. Oder einen Schlaganfall. Ich denke, das liegt eher an ihr. Jahrhundertelang mussten Monster sich verstecken, lebten im Schatten. Aber jetzt nicht mehr. Ihr habt euch erhoben und uns mit eurer Hand zugewunken. Oder Klaue. Oder Tentakel und spracht. Mit Fell, mit Zahn oder Toupet erschrecken ist total okay. Und jetzt wird groß gefeiert! Euch erwarten kulinarische Köstlichkeiten, aufregende Abenteuer und pausenlose Party. All das auf unserer Reise zu unserem endgültigen Ziel, der verlorenen Stadt, die nicht mehr verloren ist, Atlantis! Captain Erika begrüßt ihre Gäste nun persönlich und geht lächelnd auf Dracula zu. Ah, Sie müssen der weltberühmte Graf Dracula sein. Ich habe schon so lange darauf gewartet, Ihre Bekanntschaft machen zu dürfen. Wow, Sie altern ja wirklich kein bisschen. Für Ihre Haut würde ich töten. Was Dracula nun erwidert und Erika für transsilvanisch hält, könnte man eher mit gesprochenen Hieroglyphen vergleichen. Dubide Schula e Kubide? Oh, Sie sprechen transsilvanisch? Ach, das wollte ich immer schon mal lernen. Dubide Schula Kubide? Kubide. Kubide? Kubide? Kubide. Dubide Schula Kubide? Dula de Schula Kubide? Oh, ist das eine romantische Sprache? Wissen Sie, ich bin ganz hingerissen. So ein ausländischer Akzent lässt einen Mann so intelligent klingen. Bubu. Ja, das ist transsilvanisch. Er sagt, es ist schön, Sie kennenzulernen. Frank greift sich den paralysierten Dracula und geht mit ihm fort. Tja, na dann, Ali Bubu, ganz meinerseits. Ein Deck höher versuchen Frank und Griffin, Dracula wieder in die Realität zurückzuholen. Draco, reiß dich zusammen!
Warte mal kurz, das wollte ich schon immer mal machen. Griffin schüttet Dracula ein Glas Sekt ins Gesicht und krönt die ganze Sache dann noch mit ein paar kräftigen Ohrfeigen. Wach auf, Draku! Reiß dich zusammen! Lass das jetzt! Hey, alles wieder gut? Nein, nein, nichts ist gut. Nichts ist gut. Bei mir hat's gechinkt. Während sich an Bord alle amüsieren und es sich gut gehen lassen, verschwindet Captain Erika unter Deck. Dort gibt es einen geheimen Raum, zu dem nur sie Zutritt hat. Sie wird bereits erwartet. Ugh, du hattest so recht, Urgroßvater. Monster sind ekelhaft! Das sind Tiere! Erikas Urgroßvater ist niemand anderes als Van Helsing. Er kann nicht mehr gehen und muss die Hilfe eines dampfbetriebenen Rollstuhls in Anspruch nehmen. Und nicht nur das. Sein ganzer Körper steckt bis zum Hals in einer Metallvorrichtung, die ihn am Leben erhält. Sein Hass auf den Grafen ist größer denn je. Dracula, ist er an Bord? Ja, er stand da, direkt vor mir. Ich war so nett zu ihm. Dieses bleiche Gesicht und sein blödes Grinsen und wie er angibt mit seinen Fangzähnen. Es war genau, wie du gesagt hast. Das ist noch schlimmer, als ich befürchtet hatte. In jener schicksalshaften Nacht begriff ich, dass ein Mensch niemals ein Monster besiegen kann. Aber ich durfte unser Familienvermächtnis nicht sterben lassen. Und so begann ich mit der Suche nach einer Antwort. Dann fand ich sie in einem alten Text. Die Waffe aller Waffen. So mächtig, dass sie Atlantis zerstörte. Eine ganze Stadt voller Monster. Und dort, tief unter den Trümmern, liegt sie und wartet. Ohne Unterlass suchte ich nach der verlorenen Stadt. Die Zeit verging und langsam ließ mich mein Körper im Stich. Oh, es war so traurig, Erika. Erst die Leber, dann die Milz, gefolgt von der einen oder anderen Niere, dann meine güldenen Locken. Aber davon ließ ich mich nicht aufhalten. Ich ersetzte meine versagenden Organe durch Technologie. Und jetzt, nach 120 Jahren, habe ich Atlantis endlich gefunden. Das kann ich nicht mehr hören. Lass mich Dracula gleich erledigen. Ich war so nah an ihm dran, ich hätte ihn... Nein, 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 nein. Wir müssen uns an den Plan halten. Wir locken die Monster nach Atlantis, bergen die Waffe aller Waffen, fangen sie und machen sie alle platt. Kinderleicht, Erika. Jetzt versprich mir, dass du nicht versuchst, Dracula zu erledigen. Gut, ich verspreche es. Was versprichst du? Ich verspreche, dass ich nicht versuche, Dracula zu erledigen, okay? Die Aufregung ist zu viel für den alten Mann und er hält ein Mittagsschläfchen. Keine Sorge, Urgroßvater. Ich versuche nicht, ihn zu erledigen. Ich erledige ihn. Noch in derselben Nacht versucht Erika, den Grafen um die Ecke zu bringen. Aber alle Versuche scheitern kläglich. Es ist kaum vorstellbar, aber Dracula muss einen Schutzengel haben. Jedenfalls begibt er sich im Hawaii-Hemd und kurzen Shorts zum Pool, wo er auch auf die anderen trifft. Elegant tänzelt er an Mavis vorbei, die gerade schwimmen geht. Du hast es echt drauf, Dracula! Aber hallo! Oh, siehst gut aus, Draco. Fühl mich auch gut, Frank. Sieh dich nur an, totschick. Was das? Bitte. Voll rangeklotzt und aufgemotzt. Aufgemotzt? Oh, für wen sollte ich mich aufmotzen? Hey, ist das nicht Captain Erika? Vor Schreck springt Dracula auf eine der Liegen und kriecht unter die Auflage. Oh nein, unter die! Ups, nein, doch nicht. Das war lustig. Ja, sehr witzig. Tut mir leid, Draco, aber so kennen wir dich gar nicht. Ich weiß, das ergibt keinen Sinn. Man kann nicht zweimal chingen, das ist unmöglich. Aber ich chinge. Und was jetzt? Und was ist mit Mavis? Sie will doch, dass du glücklich bist, oder? Ich bin sicher, die schiebt schon keine Welle. Oh nein, nein, nein! Mavis braucht mich. Sie verlässt sich auf mich. Ich muss mich um meine Familie kümmern. Murray ist zwar eine Mumie aus Ägypten, aber jetzt bist du schief gewickelt.
Mumie, gewickelt, versteht ihr? Au, das ging genau ins Auge. Mavis! Bevor Dracula zu Mavis geht, die gerade aus dem Pool steigt, zischt er seinen Freunden noch etwas zu. Kein Wort oder ich verfolge euch in euren Träumen. Hast du Spaß? Oh, jetzt, wo du da bist, habe ich sogar noch mehr Spaß. Weißt du, Paps, ich bin wirklich glücklich, so viel Zeit mit dir zu haben. Wir alle zusammen, das ist was ganz Besonderes. Ich auch, Spinnenäffchen. So, bist du startbereit? Jetzt mache ich dich fertig im Monsterball. Woohoo! Monsterball! Kommst du, Opa Draku? Legen wir los! Im Familienspaß bin ich die Nummer 1! Mitten im Monsterballspiel im Pool ertönt plötzlich Captain Erikas Stimme aus dem Schiffslautsprecher. Hallo, liebe Monster! Wir erreichen gleich unser erstes Reiseziel. Den Unterwasservulkan! Und jetzt schnappt euch alle eure Taucherausrüstung und macht euch bereit, die Wunder des Meeres zu erkunden. Ganz besonders Sie, Graf Dracula. Dracula erstarrt wieder. Frank und Griffin bemerken das natürlich. Siehst du, Draco? Sie steht auf dich. Oh, nein, 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 nein. Das klingt nach einer vollen Ladung Jing. Oh, nein, 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 nein. Oh, doch, 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 doch. Ich bin nur hier, um Familienspaß zu haben. Familie, Familie, Spaß, Spaß. Der Ausflug zum Unterwasservulkan ist einer der Höhepunkte der Reise. Viele Gäste nehmen am Tauchausflug teil und sind beeindruckt von der Unterwasserwelt. Gleichzeitig hat sich auch Erika in einem als Fisch getarnten Mini-U-Boot auf den Weg gemacht. Sie will Dracula mit einer Unterwasserkanone aus der Welt schaffen. Langsam steuert sie auf ihn und seine Familie zu. Aber als sie sieht, wie niedlich er sich um seinen Enkel und seine Tochter kümmert, zögert sie einen Moment. Eine entzückende Familie. Was? Nein, nein! Ah, Dracula böse, Dracula böse! Dann drückt sie ab. Genau in diesem Moment schwimmt ihr ein Riesenrochen vors Visier und fängt die Kugeln ab. Jetzt entdeckt Dracula das U-Boot. Als er Erika in der Glaskuppel sieht, winkt er ihr zu und taucht zu ihr rüber. Aber Erika öffnet schnell die Schleuse und lässt sich herausschießen. Sie kehrt zum Schiff zurück. Kurz nach ihr kommen auch Frank, Murray und Griffin wieder an Bord. Zufällig sehen die drei, wie Erika schimpfend auf- und abgeht. Sie ist so aufgeregt, dass sie die drei gar nicht bemerkt. Oh, Dracula, 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 Dracula! Ich bin so nah dran. Kann es sein, dass er mit mir spielt? Ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich muss ihn kriegen! Einige Zeit später, als die anderen Tauchausflügler zurückkommen, stürzen Frank, Murray und Griffin lautschreiend auf Dracula zu. Dracu! Dracu, Dracu! Dracu, Dracu! Hey Jungs, wo brennt's denn? Oh, naja, Griffin hat... Habt ihr was zu sagen? Ich? Mich hat was in die Hand gebissen und weil du ein Bissexperte bist, dachte ich, du könntest dir das mal ansehen. Ja, komm darüber! Nicht ist besser! Okay... Okay, was ist los? Ihr benehmt euch noch verrückter als sonst und sonst benehmt ihr euch schon ziemlich verrückt. Du glaubst nie, was wir gehört haben, aber... Erika ist hin und weg. Unser Draco macht sie einfach jack, jack. Wow, yeah, hin und weg. Er hat den Ching, den Chingeling, ding, ding, ding. Psst, du weißt, dass ich Mavis nicht verärgern will. Aber wovon redet ihr überhaupt? Das war so. Frank hatte Hunger. Nichts Neues. Wir zurück zum Schiff und da war dann Erika. Völlig aus dem Häuschen, deinetwegen. Sie kann nicht ohne dich leben, Bro. Das ist was Ernstes. Wenn's chingt, musst du chingen, Baby. Das ist toll, Draco, oder? Machst du die Kapitänin jetzt klar, oder was? Niemand von ihnen hat bemerkt, dass Erika auf einer Treppe über ihnen steht und das Gespräch mit anhört. Ja. Vielleicht. Ach, nein, nein, ich... Zu lange her, ich weiß nicht mal mehr, wie das geht. Das ist ganz leicht, laber einfach irgendwas. Immer schön lächeln. Sieh ihr in die Augen. Total locker. Mach einen Witz, frag, wo ihre Körperteile her sind. Oh, und sag, dass sie schön gewickelt ist. Mögen sie sagen. Mach ein Kompliment, sag, ihr Hals ist zum Anbeißen. Sie kommt. Draco, leg los.
Erika ist die Treppe heruntergekommen. Als sie vor Dracula steht, reißt er sich zusammen und geht zum Angriff über. Dein gewickelter Hals ist im Sarg zum Anbeißen. Möchtest du mein Teil sehen? Ja, ich würde liebend gerne mit dir ausgehen. Was? Was? Auf dem Oberdeck um Mitternacht. Lass mich nicht warten. Zur gleichen Zeit sind Dennis und Winnie mit Piesel im Unterdeck unterwegs. Der Riesenhund, immer noch als Zweibeiner mit Mantel und Hut getarnt, läuft den beiden plötzlich davon. Er hat eine Spur aufgenommen. Warte, Piesel, komm zurück! Sitz, Piesel! Piesel führt die beiden bis zum Geheimraum, in dem sich Van Helsing versteckt hält. Und der hört den Hund vor der Tür knurren und kläffen. Piesel, aus! Man hat mich entdeckt! Mich kriegst du niemals! Du Monster! Piesel, hör auf! Nur mit Mühe schaffen es die Kleinen, den Riesenhund wieder nach oben zu zerren. Von Van Helsings Schreierei haben sie nichts mitbekommen. Kaum sind sie wieder an Deck, stoppen die Maschinen und das Schiff ankert vor einer Insel. Liebe Gäste, wir nähern uns unserem nächsten Zwischenstopp, der verfallenen Insel. Lassen Sie sich fallen und geben Sie sich dem Strandleben hin. Wir wünschen viel Spaß und eine entspannte Zeit. Dracula und seine Familie packen die Strandsachen zusammen und begeben sich auf das romantische Eiland. Wuhu, Strandleben! John, leg du schon mal die Handtücher auf. Und Paps, du stellst dich beim Eiswagen an. Weißt du, ich habe mir gedacht, dass du und Johnny ein bisschen Zeit miteinander verbringen solltet. Wie nennt ihr das nochmal? Unser Abend? Unser Abend? Und was machst du dann? Ach, ich habe mir gedacht, ich, die Jungs und Dennis könnten zusammen was unternehmen. Ein Playdate. Oh, okay, das ist eine tolle Idee. Komm, Johnny, unser Abend. Unser Abend! Mavis und Johnny freuen sich, endlich mal Zeit nur zu zweit verbringen zu können. Johnny führt Mavis in ein Restaurant aus. Ist das hier nicht der absolute Burner? Wow, die Speisekarte steckt in der Flasche. Voll klug. Ist das nicht mega, Schatzi? Was? Oh, sorry. Ich habe gerade nur an Papst gedacht. Er benimmt sich irgendwie seltsam. Findest du nicht auch? Nicht wirklich. Außer, dass er total in die Kapitänin verknallt ist. Was? Oh ja. Das Traumschiff ist mal wieder voll auf Kurs in Liebessachen. Niemals. Er ist mein Vater. Ich weiß, oder? Das ist schräg. Wenn meine Eltern sich küssen, mache ich die Augen zu. Ich habe ihn mir noch nie mit jemand anderem vorgestellt als mit meiner Mutter. Aber du bist doch cool damit, oder? Natürlich, ich will doch, dass er glücklich ist. Ja, total. Ja, total. Zur gleichen Zeit haben Dracula und Captain Erika ihr Date an Bord. Du siehst fantastisch aus. Danke, das ist nur... Also, hat Kapitänin Erika auch einen Nachnamen? In diesem Moment werden Avocado-Dips serviert. Oh, Guacamole! Erika Guacamole? Das klingt so international. Nein, Guacamole für uns beide. Ach, ist der Vollmond heute Nacht nicht schön. Guck, hinter dir. Als Dracula sich umdreht und zum Mond hinaufschaut, schüttet Erika Knoblauchöl über seine Guacamole. Das Essen hier ist zum Sterben lecker. Erika steckt Dracula einen Dip nach dem anderen in seinen Mund. Heilige Banderolle, das war eine Menge Guacamole. Ist mit dir alles in Ordnung? Einwandfrei. Wieso? Nur so. Das Knoblauchöl macht sich lautstark bemerkbar. Oh, da war wohl Knoblauch drin in der Guacamole. Oh nein. Ist der für dich nicht tödlich? Nein. Ich hab Knoblauchintoleranz. Warst das du? Mavis und Johnny sind nach dem Essen wieder zum Strand hinuntergegangen. Dort haben Dennis und Winnie mit Frank, Griffin und den anderen ein großes Schloss aus Sand gebaut. Johnny ist beeindruckt. Wow! Hallo, Mami. Hallo, Papi. Hey. Oh, hey da. Hallihallo. Hi. Ist mein Papst da auch im Schloss?
Keine Angst, ich bin hier drin. Bla bla bla. Nein, Opa Draco ist nicht hier. Er hat doch ein Date. Date? Dracula ist dieser Geräuschpatzer äußerst peinlich und er traut sich kaum, Erika in die Augen zu schauen. Bitte, verzeih mir, ich bin einfach nur sehr nervös, weißt du. Ich hatte kein Date mehr, seit meine Frau gestorben ist. Wie alt war deine Tochter? Ach, Mavis war noch ein Säugling. Alleinerziehende Väter haben es schwer, aber ich gab mein Bestes. Ich habe meine Mutter auch nicht gekannt, meinen Vater auch nicht. Oh, das tut mir wirklich schrecklich leid. Wer hat dich aufgezogen? Mein Urgroßvater. Ich bin praktisch auf dem Schiff groß geworden. Deswegen bist du jetzt Captain. Ja, das wurde so bestimmt. Das wurde vorausgesetzt. Naja, so eine Familiensache. Das verstehe ich. Familie ist das Allerwichtigste. Die Vergangenheit muss man ehren. Aber die Zukunft gehört uns. Beide sehen sich tief in die Augen. Und Erikas Hass ist plötzlich verschwunden. Langsam nähern sich ihre Münder. Doch bevor es zum Kuss kommen kann, stehen Mavis und Johnny vor ihnen. Paps! Mavis! Captain Erika und ich haben uns gerade über die Hotel- und Gastronomiebranche unterhalten. Du weißt schon, nur Arbeitskram. Du arbeitest hier? Wir hatten ausgemacht, dass wir Urlaub machen. Ein Familienurlaub. Ich glaube, ich verziehe mich mal und kümmere mich um Kapitänskram. Paps, du hast mir gesagt, du machst was mit Dennis. Dennis? Dennis? Dennis! Dennis! Oh, ja, du hast recht. Wo steckt er schon wieder? Denisowitsch! Du wolltest doch mit mir spielen. Komm schon, Junge, Familienzeit. Komm aus deinem Versteck, Dennis! Und schon ist Dracula verschwunden. Mavis schaut ihm nachdenklich hinterher, während Johnny sich mit Dips vollstopft. Was war das denn jetzt? Du meinst Paps Date? Das war kein Date. Das war Arbeitskram. Aha. Du kannst mir glauben, Johnny, irgendetwas an dieser Frau stimmt nicht. Aber du willst doch, dass Paps glücklich ist, richtig? Ja, aber nicht mit der. Achtung, Mäuschen, in der Guacamole ist ordentlich Knoblauch. Knoblauch? Mavis probiert jetzt auch. Und schon entrutscht ihr ein Tönchen. Oh, das war ein süßes kleines Tönchen. Captain Erika ist aufs oberste Deck gegangen. Niemand sonst ist hier oben und sie kann in Ruhe nachdenken. Naja, nicht so wirklich. Denn auf einmal steckt Van Helsing seinen Kopf aus einem Schiffsschornstein. Erika! Oh, was? Wo hast du denn gesteckt, junge Dame? Bei der Arbeit? In dem Fummel? Du warst bei ihm? Ich weiß es! Bei ihm? Wem sonst? Das weißt du doch. Du hast schon wieder hinter meinem Rücken versucht, Dracula umzubringen. Hab ich recht? Und wenn schon, ich bin eine erwachsene Frau. Ich darf umbringen, wen ich will. Es geht hier aber nicht nur um dich. Du hättest unser Vermächtnis zerstören können. Was, wenn er herausfindet, wer du bist? Ich weiß, ich habe nicht nachgedacht. Er hat nur etwas an sich, das macht mich völlig verrückt. Ich sehe ihn und will ihm am liebsten... Eine ballern? Wahrscheinlich. Ich will das endlich hinter mir haben. Keine Sorge, es wird nicht mehr lange dauern. Sobald du uns die Waffe aller Waffen geborgen hast, kann uns niemand mehr aufhalten. Nicht einmal Dracula. Zufällig kommt das Werwolfspaar Wanda und Wayne um die Ecke und sehen die beiden. Entschuldigung. Spione! Oh! Van Helsing zieht ein Blasrohr aus seiner Tasche und beschießt die zwei mit Betäubungspfeilen. Los, mach schnell, bevor jemand kommt! Erika stopft die beiden Werwölfe zu Van Helsing in den Schornstein und abwärts geht's in seinen Geheimraum. Captain Erika geht wieder auf die Brücke, denn das Ziel der Kreuzfahrt ist fast erreicht. Es folgt eine Durchsage. Versammeln Sie sich bitte auf dem Oberdeck. Wir erreichen in Kürze unser Reiseziel. Aus den Tiefen der Schöpfung hat sich die mächtige Stadt nun wieder erhoben. Die Heimat der größten Monsterzivilisation, die Welt je gesehen hat. Sie ist Athen und Rom in Kunst, Kultur und Niveau um ein Vielfaches überlegen. Erleben Sie die legendäre und verlorene Stadt Atlantis.
Aus den dunklen Tiefen des Ozeans taucht eine Riesenkrake auf und legt ihre Tentakel um das Schiff. Hilfe, eine Riesenkrake! Die Riesenkrake bringt das Schiff nach Atlantis. Dort verlassen alle Passagiere das Schiff und betreten die sagenumwobene Insel. Der König von Atlantis begrüßt seine Gäste. Willkommen in Atlantis. Dieses Atlantis ist ein absolutes Spielerparadies. Hier kann man Roulette, Poker, Blackjack, Billard oder an einarmigen Banditen spielen. Und natürlich viel gewinnen. Draculas Freunde lassen sich nicht lange bitten und erobern das Spielcasino. Nur Dracula scheint das alles nicht zu interessieren. Er sucht verzweifelt seine Tochter. Habt ihr Mavis irgendwo gesehen? Ich muss sie finden. Wieso? Was ist los? Ich erzähle ihr das mit Erika. Ich kann meine eigene Tochter nicht mehr belügen. Sie ist für mich der wichtigste Mensch auf der ganzen Welt. Ich muss ihr die Wahrheit sagen. Aber vorher spreche ich noch mit Erika. Aber auch Mavis sucht nach ihrem Vater. Plötzlich entdeckt sie ihn und sieht, wie er heimlich Erika verfolgt. Beide verschwinden in den Katakomben von Atlantis. Mavis folgt ihnen. Tief unten in dunklen Gewölben öffnet Erika einen Geheimgang, der noch tiefer hinabführt. Dracula bleibt ihr dicht auf den Fersen. Mavis hat sich vorsichtshalber in eine Fledermaus verwandelt, um nicht gesehen zu werden. Der Gang führt zu einem unterirdischen Fluss, der in einer großen Grotte endet. Aber um diese zu erreichen, muss Erika im Fluss unter einem Felsen hindurchtauchen. Auf der anderen Seite erwartet sie eine riesige Treppe, die zu einem Podest hinaufführt. Und dort liegt die Superwaffe. Als Erika zu der Treppe geht, tritt sie auf einen Stein, der eine tödliche Falle auslöst. Eine Streitaxt fliegt direkt auf sie zu. Nur wenige Zentimeter vor ihrem Kopf wird ihr Flug gestoppt. Dracula hat die Axt abgefangen. Mit weit aufgerissenen Augen starrt Erika ihn an. Du hast mir das Leben gerettet. Na klar, wieso denn auch nicht? Es ist nur, ich kann's nicht fassen, dass du das für einen Menschen tust. Menschen, Monster, wo ist der Unterschied? Ja, stimmt. Warte, was machst du hier? Weißt du, Vampire können die Zukunft vorhersehen. Deswegen wusste ich, dass du meine Hilfe brauchst. Ha! Das höre ich zum ersten Mal. Doch, das ist bekannt. Und was machst du hier? Ich wollte das da holen. Ja, das ist ein Familienerbstück. Es ging verloren. Auf hoher See. Und mein Urgroßvater ist... total davon besessen, es zurückzubekommen. Ja, und danke, dass du mich gerettet hast. Aber ich schaff das jetzt schon allein. Schon beim nächsten Schritt löst Erika wieder eine Falle aus. Aber auch dieses Mal kann Dracula sie retten. Ich muss wohl besser aufpassen. Wer weiß, wie oft du mich noch retten kannst. Ich weiß nicht. Jedes Mal? Wirklich? Ja, dann... Erika geht unbekümmert weiter und löst dabei noch ein paar Fallen aus. Aber Dracula kann sie jedes Mal vor dem Unheil bewahren. Dann endlich sind sie am Ziel angekommen. Ach, das war ja unglaublich. Und was ist mit deinem Familienerbstück-Dings? Oh, richtig. Erika holt sich nun das Familienerbstück. Aha, ich hab's. Aber kaum hat sie es in der Hand, erbebt die Erde und die Grotte bricht in sich zusammen. Dracula nimmt Erika auf den Arm und flieht mit ihr aus der Grotte. In der letzten Sekunde gelingt es ihnen noch, durch die Öffnung zu tauchen, ehe die Trümmer ihnen den Weg versperren. Aber auf der anderen Seite wartet schon eine weitere Überraschung auf sie. Pops! Mavis! Was machst du da mit meinem Vater? Halt! Mavis benutzt ihre Kräfte und lässt Erika in der Luft schweben. Mavis, hör auf! Lass sie runter! Nein, sie will dir was antun. Wieso merkst du das nicht? Weil ich hinge. Mavis lässt Erika auf den Boden fallen. Was? Es hat gechinkt mit Erika.
Nein, das ist unmöglich. Man kann nur einmal Ching. Das hatte ich auch geglaubt. Ching? Was ist ein Ching? Das ist so ein Monsterding. Bei euch heißt das Liebe auf den ersten Blick. Was? Nein! Nein, du kennst mich nicht mal. Naja, noch nicht, aber wir gefallen. Nein, du verstehst das nicht. Ich kann nicht mit dir zusammen sein. Ich könnte nie mit dir zusammen sein. Ich könnte nie zusammen sein mit einem Monster. Erika lässt die beiden stehen und verlässt die Katakomben. Papst, das tut mir so leid. Da kann man nichts machen. Du hast gehört, was sie gesagt hat. Aber ein Ching lügt nie. Als Erika aufs Schiff zurückgekehrt ist, öffnet sie die Tür des Geheimraumes. Dort wird sie schon ganz ungeduldig von Van Helsing erwartet. Ah, du hast sie! Ja. Jetzt, wo wir die Waffe aller Waffen haben, wird sich unser Familienvermächtnis erfüllen. Aber zuerst locken wir sie auf die Tanzfläche. Tanzen ist mein Ding. Inzwischen bereiten sich alle Gäste auf die angekündigte Tanzparty vor, hübschen sich auf und schmeißen sich in Schale. Die Attraktion ist eine riesen Tanzfläche, die aus dem Meer an die Oberfläche steigt. Als die Gäste dieses Ereignis verfolgen, bleibt ihnen glatt der Atem weg. So faszinierend ist dieses Schauspiel. Auf jeden Fall ist die Tanzparty ein voller Erfolg. Alle haben ihren Spaß und sind in bester Feierlaune. Naja, fast alle. Dracula ist anzusehen, dass er nicht in Feierlaune ist. Während Mavis und Johnny mit Dennis und Winnie tanzen, reden sie über ihn. Ich fass es nicht, dass Paps mit jemandem chinkt, der ihn umbringen will. Ja, so ein Ching macht einen voll crazy. Wirklich, Johnny? Das Wichtigste, was man verstehen muss, ist, dass die Liebe ein unlösbares Rätsel ist. Und sie geht weit über unseren Verstand hinaus. Du und ich waren zwei Hälften, Lichtjahre entfernt. Aber dann sind wir dem Pfad unseres Schicksals gefolgt und wurden zusammengefügt. Aus unseren zwei Hälften wurde ein Ganzes. Aber was, wenn sie und er... Lass all das Negative los und richte den Blick nach innen. Euer Bund ist unzerstörbar. Du hast recht, Schatz. Wow, danke. Wow, das klang aber ziemlich schlau, Papi. Ach das? Das war nur die Philosophie von Sifu Singh aus meiner Lieblingsfernsehserie Kung-Fu-Meister der Shaolin-Mönche. Egal, tanzen wir weiter. Cool. Mavis huscht über die Tanzfläche zu ihrem Vater rüber. Paps, du musst mit Erika reden. Was? Ich weiß, was ich vorhin gesagt habe, aber vielleicht habe ich überreagiert. Nur ein kleines Minimü. Ich hatte nur Angst, dich zu verlieren. Was? Wovon redest du da? Warum solltest du mich verlieren? Naja, wenn du sie heiraten würdest, dann würdest du auf dem Schiff leben und um die Welt reisen. Uiuiuiui. Ganz ruhig, Mavis. Es gibt zwei Dinge, die ich dir versprechen kann. Erstens, nichts kommt jemals zwischen mich und dich und unsere wunderbare Familie. Zweitens, ich werde niemals auf einem Schiff leben. Du bist doch meine süße kleine Tarantel. Wie könnte ich dich jemals verlassen? Und jetzt geh und rede mit ihr. Das kann ich nicht. Du hast doch gehört, was sie gesagt hat. Sie könnte nie mit jemandem wie mir zusammen sein. Nein, Papst. Du bist nur eine Hälfte und du musst deinem Schicksal folgen, um dein unzerstörbares Ganzes zu finden. Du klingst wie Johnny. Versteh doch. Auf ein Ching musst du hören. Monster, Mensch, Einhorn. Spielt keine Rolle. Geh zu ihr. Jetzt. Okay, schon unterwegs. Plötzlich bricht die Musik ab und Van Helsing erscheint. Hey Mann, hier darfst du nicht drauf. Das DJ-Pult ist total heilig. Nein, Pisi. Aus. Wer ist das? Ha, ich wusste, dass du mich erkennst. Deinen größten Rivalen. Oh, ja. Dir gehört das Holiday Inn in der Nähe vom Flughafen. Nein, ich bin es. Abraham Van Helsing. Van Helsing? Was, der lebt noch? Du siehst ja furchtbar aus. Und du wirst wie immer sofort wieder beleidigend.
Das wird dir das Maul stopfen, samt den anderen Monstern. Aha, das ist doch nur Erikas Familienerbstück-Dings. Da taucht Erika neben Van Helsing auf. Gut gemacht, Erika. Erika! Du Trottel, sie ist nicht nur die Kapitänin des Schiffes, sondern zufällig ist sie auch. Nein, sag du's ihm. Ich bin seine Urenkeltochter. Ich bin Erika Van Helsing. Ich wusste doch, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Aber ich... Jetzt weißt du, warum. Ich... Das hätten wir geklärt. Und jetzt kommen wir aufs Sterben zurück. Hoho, der Schlüssel zum Untergang aller Monster. Van Helsing hält das Familienerbstück hoch. Es ist eine hohle, versteinerte Tentakel einer Krake. Aus der Tentakel zieht er ein altes Pergament heraus und legt es vor sich auf das Keyboard des DJs. Auf dem Pergament stehen Noten, die Van Helsing nun zu spielen beginnt. Zuhören, ich spiele euch jetzt das Lied eures Niedergangs. Wofür war dieser kleine Nupsi doch gleich? Als Van Helsing die ersten Takte spielt, erscheint die Riesenkrake. Sie hat sich in ein Monster mit blutroten Augen und gewaltigen Reißzähnen verwandelt. Der Beat ist daran schuld. Und Van Helsing hat die Krake nun unter seiner Kontrolle. Alle raus, sofort alle raus! Mit ihren enormen Tentakeln schlägt die Krake wild um sich. Während alle anderen irgendwo Schutz suchen, versucht Dracula zu Van Helsing zu kommen. Aber die Krake erwischt ihn mit einer Tentakel und drückt fest zu. Mavis eilt ihm zu Hilfe, wird aber von der Krake niedergeschlagen. Mavis! Jetzt stirbt der unsterbliche Dracula! Erika kann es nicht mehr ertragen und läuft auf die Krake zu. Nein! Erika! Jetzt greift auch der kleine Dennis ein und schickt den großen Piesel los. Mavis traut ihren Augen nicht. Piesel? Dennis! Oh nein, Bob ist Piesel? Wo kommt der denn plötzlich her? Aber gut, dass er da ist. Guckt mal! Piesel holt Erika ein, nimmt sie auf seinen Rücken und rennt eine Tentakel hinauf bis zum Kopf des Ungeheuers. Dann springt Erika von Piesels Rücken und tritt der Krake ins Auge. Durch den Schmerz lässt die Krake Dracula los. Aber Erika kann seine Hand greifen und ihn festhalten. Verzweifelt schaut sie zu ihrem Urgroßvater. Das kannst du nicht machen! Du irrst dich, was die Monster angeht! Dracula hat mir mein Leben gerettet. Was? Es tut mir so leid, Draco. Es stimmt, ich habe wirklich versucht, dich umzubringen. Aber dann wurde mir klar, wie falsch das war. Wie falsch das alles ist. Und dann hat es Ching gemacht. Ching? Was ist Ching? Das ist ein Monsterding. Das würdest du nicht verstehen. Das ist sowas wie wahre Liebe. Liebe? Jetzt wird es Zeit für ein neues Vermächtnis. Ein Monster-Menschen-Vermächtnis. Nein! Van Helsing aber hat kein Einsehen. Er lässt die Krake erneut angreifen. Plötzlich geht Johnny ein Licht auf. Draco, das Krakenteil wird von Van Helsings Beats gesteuert. Wenn ich eins hasse, ist das ein böser DJ. Wir brauchen positive Energie. Johnny baut sein gesamtes Equipment auf, das er stets bei sich hat. Und jetzt gibt's ein Mega-DJ-Battle. Schleppst du das ganze Zeug immer mit dir rum? Einmal ein Geburtstags-DJ, immer ein Geburtstags-DJ. Und mit unseren guten Beats schlagen wir seine bösen Beats. Was? Vertrau mir, ich kenne die Tracks, aber du bist der mit der Monster-Power. Alles klar? Okay, der Opener muss gleich voll abgehen. Oh, genau, spiel das. Und tatsächlich, es funktioniert. Die Riesenkrake verwandelt sich wieder und fängt sogar an zu tanzen.
Aber Van Helsing hat noch weitere böse Beats und bekommt die Krake wieder in seine Gewalt. So geht es etliche Male hin und her, bis Johnny einen Beat findet, der sogar das Pergament Van Helsings in Stücke reißt. Und dann passiert es. Auch Van Helsing wird ein Sklave des Rhythmus und wippt mit seinem Rollstuhl im Takt hin und her. Allerdings kommt er dem Rand einer Klippe zu nahe und stürzt mit dem Rollstuhl hinab. Sofort verwandelt sich Dracula in eine Fledermaus, fliegt ihm hinterher, greift ihn sich und bringt ihn zurück. Warum nach allem, was passiert ist, rettest du mir mein Leben? Weil wir im Grunde alle gleich sind. Ob Klauen oder Hände, zwei Augen oder drei Augen. Grüne Haut? Keine Haut. Pieksig. Kopflastig. Verzeiht mir. Liebevoll schaut Erika Dracula an. Du bist unglaublich. Jetzt komme ich mir ein bisschen blöd vor. Seit Jahrzehnten jage ich euresgleichen und verfolge euch. Das Einzige, was mir bleibt, um es wieder gut zu machen, ist euch eine Rückerstattung zu geben von 30%. Wow, 30%, dass ich nicht lache. So ein Geizkragen. Gut, na schön. Volle Rückerstattung. Nach dieser sehr turbulenten Kreuzfahrt kehren alle wieder in ihr Hotel nach Transsilvanien zurück. Die Letzten, die ankommen, sind die Werwölfe. Wayne, Wanda, wo habt ihr denn gesteckt? Ja, wir haben euch an Bord kaum gesehen. Wir wurden betäubt und waren dann fast die ganze Reise über in einem Schrank eingesperrt. Oh, in den nächsten Ferien buchen wir das gleich nochmal. Dracula zieht sich mit seiner Liebe Erika in seine Gemächer zurück. Von dort aus steigen sie gemeinsam auf das Dach. Okay, okay. Was ist los, du Geheimniskrämer? Oh, gar nichts. Naja, ich wollte nur sicher gehen, dass wir ganz unter uns sind. Oh, wieso denn? Willst du jetzt in meine Blut trinken? Bla, bla, bla. Oh, nein. Ich wollte dich fragen, ob du mich heiraten willst. Ja, und? Was sagst du, Will? Willst du mich heiraten? Ich... Ubidi-Badubi? Was? Ich meine, ich Wubidubidi? Inzwischen haben alle mitbekommen, dass die beiden sich auf dem Dach aufhalten. Gespannt verfolgen die Freunde nun die Szene. Aber auch sie haben Erika nicht so wirklich verstanden. Was hat sie gesagt? Ist nicht ganz klar. Ja!